So, hallo und willkommen zurück zu Minecraft, hier im Technik-LP von mir. Ich habe ja lange nichts mehr von mir hören lassen. In der Zwischenzeit habe ich hier mal ein Haus gebaut, eine kleine Farm, weil mir ist die Grafikkarte abgeraucht und da habe ich die Zeit genutzt und habe halt hier ein bisschen was vorbereitet. So, hier haben wir unsere kleine Tomcraft-Ecke. Da habe ich alles von drüben rein. Ich war auch ein bisschen meinen, ja. Also ich habe hier noch eine Menge, ja, so viel ist jetzt nicht, ja. Aber ein bisschen was, dass ich das Haus bauen konnte. Ich habe unten den Marmor abgebaut, hier so ein paar Fässer von Factorization gebaut, mal so das Wichtigste reingepackt, was ich gefunden habe. Als allererstes machen wir uns jetzt hier mal so ein bisschen Canvas. Daraus machen wir uns aus Red Power 2 hier so ein kleines Beutelchen. Da können wir unsere Sachen drin verstauen und den Beutel immer schön mitnehmen. So, als nächstes, was habe ich? Genau. Wir gehen mal runter. Ich habe Diamanten gefunden. Habe sie aber noch nicht abgebaut. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Und da gehen wir jetzt mal runter, bauen die schnell ab. Und dann werden wir uns ein kleines Netherportal bauen. Und ja, dann seht ihr weiter. Ich habe, glaube ich, 2 Diamanten-Spawns habe ich gefunden. Wir werden uns jetzt aber erstmal den einen holen und mal schauen, ob ich den noch finde. Ich hoffe mal, dass ich ihn finde. Autsch. Genau, Lavazellen habe ich auch schon gemacht gehabt. Weil wir uns dann noch einen Geothermalgenerator bauen werden. So, hier sind die Diamanten. Nehmen wir die mit. Zack. Ach, da ist noch einer. Gut. Dann, ich werde jetzt die Diamanten nicht verschwenden und mir hier eine Obsidian-Spitzhacke oder irgendwas bauen. Ich werde da was anderes draus bauen, weil wir brauchen eine gewisse Stromversorgung erstmal. Und ich habe gedacht, das machen wir mit Lava. Da können wir nämlich unendlich Energie produzieren. Ich habe mal in der Testwelt, habe ich mir mal so einen kleinen Aufbau gemacht, wie man das am besten lösen könnte. Und ja, da habe ich was gefunden, das ziemlich, ja, praktisch ist. So. Und mit meiner neuen Maus bin ich jetzt auch zufrieden. Das klappt jetzt auch alles, macht keine Doppelklicks mehr, nichts mehr. Ja. Sollte klappen. Ich war ein bisschen Sand organisieren. Weil wir werden da hinten eine kleine Farm bauen. Das habe ich auch schon vorbereitet. Ach ja, und ich habe hier auch einen Keller drunter. Zeige ich euch mal schnell. Hier. Und hier wird unser Lavatank hinkommen. Da habe ich auch schon was vorbereitet. Das können wir gleich mal starten. Hier, genau. Die Rolling Machine. Die packen wir einfach hier mit drauf. Dann müssen wir uns irgendwo ein bisschen Kohle holen. War ich auch einiges farmen. Dann nehmen wir uns mal einen Stack raus. Genau, und einen Hopper wollte ich auch noch bauen. Den habe ich hier. 2 Stück. Die kommen dann einmal da und einmal da drauf. Da schmeißen wir dann gleich mal ein bisschen Zeug hier rein. Das Iron brauchen wir. Ein bisschen Lead. Silber brauchen wir. Gold. Ja, das reicht ja schon mal. So, rein mit hier. Habe ich auch schon mal ein bisschen dieses Invar-Blend vorbereitet. Das hauen wir auch mal durch. Hier. Da werden wir uns nämlich ein paar Maschinen bauen. Brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Dann gleich mal ein Stack. So. Da, genau. Da brauchen wir 2, nochmal 2. Ja, machen wir nochmal 2. So, dann brauchen wir noch ein paar Pistons. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo eine. So, wie war denn das? Das da rein? Irgendwie so war das. Ach, da brauchen wir noch so eine Keule. Wie war denn die Silber und... Schauen wir mal, hier, Silber und Redstone, glaube ich. Zack. Machen wir hier gerade mal.
Genau. Haben wir uns mal zwei. So, Magmatic Engine. Ach, was hat nicht... Ach so, die Pisten, ja genau. Da mache ich gleich auch nochmal eine. Was war denn das? Redstone, ein bisschen Kabel. Hier haben wir Kabel. Dann nehmen wir uns hier... Ach, ja genau so. Ein bisschen Holz. So, dann war das... So war das. Dann... Redstone und Eisen. Genau, Eisen und Redstone. Na, andersrum. So. Dann das Ingwer da rein. Jetzt hab ich die Pisten hier drin vergessen. So. Jetzt haben wir das. Dann befeuern wir unten mal kurz den Dinger hier. Der hat nämlich gar nichts mehr. So. So, und jetzt zeige ich euch einen Trick, wie man ganz einfach Obsidian kriegt. Nehmen wir uns mal einen Stack. Nimmt man den Stein hier. So, packt das Ding dazu und zack, haben wir Obsidian. Verbraucht sich natürlich auch dieser Minium Stone. Jetzt brauchen wir noch einen Flint. Das habe ich hier irgendwo. Da haben wir einen Flint. Dann machen wir uns mal kurz Flint and Steel. So. Dann muss ich schauen, was ich jetzt alles mitnehmen muss. Ja genau, wir brauchen jetzt erstmal das Magneter. Dann werde ich mir hier drüben das Portal hinbauen. Irgendwo habe ich doch eine Schaufel. Ne, habe ich nicht. Na, geht auch so. Ich war auch schon im Nether in der Testwelt. Ich habe die Welt hier einfach kopiert. Hab ein bisschen vorgetestet. War auch schon im Nether. Der Spawn ist nicht ganz so toll im Nether. Zeige ich euch gleich warum. Ich glaube, ich habe noch aus der Testwelt die Monster deaktiviert. Genau. So. Und zwar müssen wir uns jetzt beeilen hier. Nehmen wir hier ein bisschen Stein weg. Weil hier oben kommt eine Lavaflut an. Die überschwemmt uns hier dann alles. So, und dann graben wir uns hier runter dann. Ich will jetzt erstmal ein paar Steine, aber ich grab mich schon mal hier rein. Dass wir das nachher nicht mehr machen müssen. Da kommen wir nämlich direkt zu einem schönen großen Lavasee, wo wir uns dann Lava rausziehen werden. Ich habe auch viele Monster getötet, darunter auch zahlreiche Endermans. Ich habe schon fast einen Stack. Also so, ich glaube 12 Enderperlen habe ich. Die werden wir nachher verflüssigen. Ich könnte es auch mit Red Power und mit einer Ender Chest machen, das Ganze raus teleportieren hier, aber ich benutze Terminal Expansion dazu. Da sind ja die neuen Teleport-Teile dazugekommen. Und ja. So, jetzt sind wir hier unten. Na, breche ich mir die Beine mal wieder. So, zack. Schlagen wir noch ein bisschen Stein weg. So, und da vorne werden wir uns dann auf diesem Vorsprung die Lava abzapfen. Ich habe eigentlich auch noch vorgehabt, den Shader Mod mit reinzunehmen. Klappt eigentlich ganz gut. Nur, weil der Shader Mod in der Konfiguration, wie ich den habe, auch die Lava sich bewegen lässt. Das werde ich euch mal vielleicht zeigen. Wenn ich ihn das nächste Mal vielleicht mal reinmache. Da bewegt sich dann der ganze Tank unten von Railcraft. Das sieht dann auch ganz witzig aus. So, jetzt hauen wir den hier nochmal auf die Nuss hier. Stirb. Na, ah, die anderen lassen wir in Ruhe. So. Die Steine, die... Ach, wir haben noch gar keinen Kompressor. Hier habe ich mal ein bisschen was vorbereitet. Genau. Das hier.
vergibt dann unseren Generator. Dann habe ich den Generator genommen, upgraded. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, war das so? Nee. Wie war denn das? So, jetzt sind wir im Geothermal. Hier habe ich die Lavazellen. Dann brauchen wir noch... Was brauchen wir denn? Ich glaube, eine Bedbox wollte ich bauen. Genau. So. Und hier wollte ich den Miner bauen. So, genau. Bedbox, das. Dann brauchen wir noch einen. Genau, machen wir das mal in den Recycle-Mode hier rein. Brauchen noch einen Kompressor. Wo ist er denn? Zeig dich hier. Haben wir auch nochmal einen elektronischen Schaltkreis. Sollte man hinbekommen. Dann brauchen wir Redstone und Refined Iron. Habe ich, glaube ich, keins mehr. Kurzel der noch. Der kommt nicht mit. Ja, oder so. Die Rolling Machine ist voll. Und dann haben wir uns hier anfangen. Ein bisschen was durch. Genau, da würde ich mir Sand. Ich hab doch hier schon irgendwo. Ich glaube, ich hätte den Mann hier. Hier, Silikonbohlen habe ich schon gemacht gehabt. Da brauche ich noch ein bisschen Eisen, wenn ich es finden sollte. Ja. Da können wir uns. Warte, das zwei Eisen, zwei Diamanten und drei Sticks. So, haben wir jetzt die Diamant. Schneiden wir hier die Wafer klein. Hauen die hier rein. Und dann macht er hier rote und blaue Wafer. So, dann machen wir... Na komm, die machen wir noch voll durch. Das Refined Iron haben wir auch. Bisschen Redstone. Nehmen wir mit. So, Chipsatz. Zack. Dann brauchen wir den Chipsatz. Das brauchen wir dann noch dazu. Kompressor, Maschinenblock. Ja, so. Ja, das dauert mir alles ein bisschen zu lang. Wo hab ich jetzt denn die? Ach, die hab ich dabei. Rüsten und bleiben ein bisschen auf. Das machen wir am besten so. Ah. So, noch ein bisschen Energie. Sollte ja rein. Jetzt geht's. Mehr Refined Iron. Rolling Machine. Ja, da gibt mir noch ein bisschen Nachschub. Brauchen wir nämlich ein bisschen was. Ja, zwei noch. 18 Platten. Ja. Dann müssen wir uns einen. Wir müssen das ganze Zeug verflüssigen. Ich will auch hier so eine Redstone Energy Zelle. Dann müssen wir uns dazu einen. Den hier. Das war aber kein Mittelblick. Das Ding brauche ich ja nicht. Thank you.
Und zwar brauchen wir erst diesen Matter Crackable. Machine Frames. Den stellen wir hier hin. Dann soll er sich schon mal auffüllen. Dem geben wir gleich mal ein bisschen Arbeit. Und zwar machen wir jetzt erstmal. Hier habe ich die Enderperlen. Ich glaube, ich habe 8 Stück. Die hauen wir hier rein. Soll ich schön verpissen. Konfiguration. Warte mal, bis der nicht verpisst hat. In der Zwischenzeit bauen wir uns ein. Ja, das ist der. Den Liquid Transposer. Genau, den brauchen wir. Und zwar Maschinenfilm, Redstone, Gold, Kupfer und Wittermeier. Den machen wir hier hin. So, und dann kriegen wir hier so geschmolzenes Enderzeug. Dann brauchen wir hier, da mache ich mir dann das hier draus. Liquid Tesseract. Da brauchen wir hier so ein Tesseract Frame. Da brauchen wir gehärtetes Glas und ein Diamant, deswegen brauchen wir Diamanten. Das gehärtete Diamant ist zwar genau pulverisiertes Obsidian. Da ist noch was drin. Ja, raus da. Das ist ein bisschen.
Wie sieht's hier aus? Red Doped Wafer. Perfekt. Genau, dann brauchen wir noch. Jetzt haben wir kein Eisen mehr. Verdammt. Tja, Pech gehabt. Pech gehabt. Die verbrauchen auch ziemlich viel Energie hier. Genau, dann kriegen wir jetzt 2000 rein, das reicht. So, perfekt. 2000. Ich brauche ein bisschen mehr Eisen. Ich habe gar keins mehr hier. Doch, da. Na also. Geht doch. Ich brauche noch einen Eimer. Das. Das. Das packen wir da rein. Dann brauchen wir noch. Das zahlen wir hin. Und das hier. Nicht? Ach, Kupfer. Na gut, von mir aus hat es. Kupfer. Rein mit Induktionsschmelzer. Den packen wir uns. Ja. Der soll mal rechts gar nichts machen. Da können wir den hier hin machen. Da können wir dann schon mal. Hier rechts das Lead rein und das pulverisierte Obsidian. Na, jetzt regnet es auch noch, klasse. Sehr schön. Und ich habe noch kein Bett. Das können wir uns aber schnell bauen.